Also ich finde diesen Wolf etwas strange, wie er da steht und nichts macht, so als ob er gefreezed ist. Jetzt gehen die Augen auf, Alter. Zum Glück nicht creepy oder so, nein. Da kommt der Rosinenbomber. Bin ich froh, wenn wir verkackte Brücken bauen können, ne? Ich hoffe, wir werden richtig gute Freunde. Du hast einen Dreckboden, mein Freund. Meine Spinnenarmee. Und die ist noch klein. Es gibt bestimmt andere Leute, die haben wesentlich mehr Spinnen bei sich rumliegen. Ah, hier haben sich die Blumen auch vermehrt, ey. Sag mal. Nee, das sollen die Blumen lassen. Ich will das nicht. Na? Hier ein Radiergummi. Ich muss die Strichliste korrigieren. Ich habe für den 20. einen Strich gemacht, ey. Der gedacht, dass du dich mittlerweile ins Trockene gebracht hättest. Du lässt dich eben vor nichts abschrecken. Nee. Ach, Livos, seine Gebäude sehen gleich erstmal 20 Mal besser aus, weil die Ecos einfach schöner sind. Scheiße, ich habe keine Ahnung mehr von dem Game. Ich bin lila. Ich bin blau. Rainbow's also, von der Farbe her, nicht... ich bin blau. Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Angebot und Nachfrage. Sieht so aus, mein Freund. Und dann bleibt das halt so. Scheiß Spiel. Dort was ist Bubble drüben. Tea? Bubble Tea ist geil. Google einfach. War mal an, Alkohol anzubauen. Och nö. Seh deine Insel. Das ist wieder nur Straßen. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das scheint wohl doch für mich zu zählen, dieser Ökologiebonus von diesem Öko-Ding da oben. Gut. Jetzt haben wir uns tätowiert, aber man sieht das ja gar nicht. Egal, ich weiß, dass wir uns angemalt haben. Schon nicht schlecht. Oh, ich war mal ganz kurz Jesus. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Oh, er fliegt weg. Oh nein! Wie geil ist das denn bitte? Tschüss! Alter Schwede. Wie man meinen Knüppel führt. Du willst das Bett mit mir teilen? Warum? Warum fliegt der jetzt nach oben? Was ist da passiert? Hallo? Sag mal, also dieses Spiel ist ja mal grandios, oder? Ach, dieser scheiß Hirsch macht auch einfach mal nichts. Oh, hallo? Was ist denn das jetzt schon wieder? Ach ja, ich sehe uns schon am Ende hier sitzen mit 500.000 Akt 1 Mats und 0 aus allen anderen. Digi, 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 weg da! Ja ey, wie wegfliegen? Hallo? Ich hab hier schon Angst. Das war so genial. Gehst da hin und die fliegen weg. Die dachten sich gerade, oh, wen hätten wir denn da? Mutter? Ja. Ja. Die Liebe singt gerade. Ich hab da nicht von dir gesprochen. Ah, dann ist gut, dann steigt die Liebe wieder. Nein, faktisch nicht. Also ich bin auf jeden Fall gleich Level 70. Ich bin auch gleich Level 70. Ich hab noch 2 Becken. Okay, in meinem Profil sind's... Mein Profil sind's 2,7. 2,7, nein. Warte, die haben 2,8, ist ja okay. Die haben 2,8, ja. Aber habt ihr alle 2,7 mit? Oh, bitte, bitte, Leute. Da steht hier wieder so eine Alte rum. Ja, genau, das ist mein Baby. Bitte nicht, ey. Okay. Ja, der Jonathan. Wer ist Jonathan? Der Metalhead. Ach, lol. Jetzt Tatjana ist so geil, ey, echt. Mann, da steht Johnny und nicht Jonathan, Mensch. Das ist komplett OP, oh shit. Oh, fuck. Dein Freitod. Alloy, bist du gestorben? Jo, ich bin tot. Ach, schon wieder Freitod? Boah, also ich bin ja nie... Oh nein, ich bin gestorben! Oh.
Wieso verliere ich denn eigentlich ständig Lebensenergie? Habe ich hier irgendwas? Was, ich bin doch schon wieder bei Rot. Habe ich irgendeine Fähigkeit, die mich Leben verlieren lässt? Das blöde Simulacrum zum Beispiel? Ein Bruder hat vor Jahren schon mal auch seine Cola über seine Tastatur ausgeschüttet. Die konnte er Müll schmeißen, die war komplett verklebt. Ja, das hat mein Bruder auch schon dreimal geschafft. Heißt dein Bruder auch Kevin? Ja, heißt er wirklich. Echt? Wie geil ist das? Oh mein Gott. Moin, moin. Das war der Bruder, nicht? Ich bin Vivi. Ja, träum weiter. Ja. Man kennt es mit Kevin, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall ein neues Spiel angefangen, weil ich auch von der Steuerung keinen Plan mehr hatte. Das ist echt irgendwie nicht hell, finde ich. Hinten ist so ein Lager, ey, da kann man ja mal hingehen. Jetzt hat auch keine Ausdauer mehr. Kommt da gerade so ein Riesenzombie an, Alter? Wer baut denn sowas hier aufs Dach? Mal im Ernst. Okay, der hat auch schon echt bessere Zeiten gesehen, ne? Der Untote. Hat der mich geboxt, Alter? Warum greifen die mich eigentlich an, Mann? Ich habe hier ganz viele lecker Männer bei mir und... Nee. Ja, Mann. Die Narrenkappe. Ich will mein Monokel oder mein anderes Ding da wieder anlegen. The choice is yours, Arisen. Yours alone. Wer ist das überhaupt? Scheiße. Heißt das, ich kann da jetzt nicht weiterspielen? Du müsstest jetzt ein neues Spiel starten, oder wie? Lass gleich aus. Aber no pressure. Pilze. OMG, Chihiro mit einer Axt ist ja schon tödlich für Freund und Feind. Aber zwei Äxte? Das kann ja nur katastrophal. Klar, genauso macht man das auch. Rang 15 bei Meuchelmord erreicht, weil ich einen Hof entdeckt habe. Ey, du Penner. Wollen wir erstmal die Minions besser tot machen? Das geht, glaube ich, schneller, oder? Ja, müssen wir auch. Wir müssen erst die Minions und dann können wir uns um die um den Boss kümmern. Plötzlich stehen 20 Leute um mich herum. Ja, Mann. Sieht cool aus hier. Wer hat meine Freundin los? Hallo, warum kann ich den denn nicht durchsuchen? Ich stehe über ihm. Ich kann nicht näher ran. Da rennen wir jetzt nochmal durch. Oh, bitte, diesmal lass müssen wir auch mit dieser Tante am Ende labern, damit wir es nicht vergessen. Na, wir können auch jetzt mit ihr reden. Ärgern, Sterbliche. Ihr habt meine geliebten Geschwister. Bin ich sterblich? Geil, wie der Bogen auf unserem Rücken schwebt. Sehr cool. Alter, wo müssen wir denn hier hin, bitte? Ich vermute mal, dass das ein Heiko sein wird, weil die Gegend hier dafür schon so aussieht. Hallo, fordern Sie doch heraus. Los, Leute, kämpft für eure Freiheit! Nee, ich habe keinen Erfolg damit. Warum lebe ich eigentlich noch, Alter? Was ist denn da passiert? Ja, ich wusste, dass wir das ganze Lager hier abbrennen. War gut, dass wir vorher die Sachen eingesammelt haben. Was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Neuanfang, ne? Ich hoffe, ich kann irgendwann heimkehren. So, ich wünsche euch auch... Ja. Ja, Mann, ich habe den Einstieg verkackt. Sehr geil. Ja. Das sieht so idyllisch aus. Weil ohne uns wäre das Land halt untergegangen, ne? Aber ja, wir wären trotzdem verstoßen. Die halten. Könnt ihr mich nicht wecken? Ich glaube nicht. Hör doch einfach auf zu pennen. Guckt euch das mal an. Was hast du gemacht? Hab kurz nicht hingeschaut. Ich habe Drogen genommen. Scheiße, es wird auch noch dunkel jetzt, ey. Langsam habe ich das Gefühl, dass wir hier gar nicht richtig sind. Nicht, dass wir so 500 Sachen wieder nochmal machen müssen. Boah, der hat so einen Trip, der Typ. Finde ich ja leicht unnormal, ne? Ey, ich würde niemals irgendwelche Drogen nehmen, ne? Wenn ich das hier schon sehe... Ich finde auch geil, dass du das Feuer dann da drunter anmachst, nur damit es halt nicht ausgeht, wenn es regnet. Und dass das halt die Palmen über dir einfach null interessiert, dass du da gerade ein Feuer anmachst. Was für Koordinaten?
Koordinaten? Was für Koordinaten? Ja, wir sind ja irgendwo mitten in den Wald reingerannt, ne? Also, wir müssen dich erstmal. Ihr seid in den Wald reingerannt. Ich bin ins Wasser lang gelaufen. Na, dann schieß mal auf einen. Wie viele sind denn das? Vier. Das sind zu viele. Nein, wir probieren's. Junge, wie viel halten die denn bitte aus? Lauf, Snow! Lauf! Wir haben einen getötet. Echt? Der Lenny, dem geht's gut. Ja, Kevin. Der hat einen tollen Hut. Der Luna geht's nicht gut, denn die ist schon lange tot. Ja, dann drück doch mal Y und bleib ein bisschen in der Luft. Kann ich erst in 4 Sekunden. Oh. Achso, dann nicht. Easy, weil wir einfach so überkrasse Supergamer sind. Wir beiden sind die wahren MVPs. Boah, Stukov. Ich glaube, das Känzerigste ist halt einfach legit Garrosh. Nein, Dreadmaster hat es. Yeah. Zugriff! Ich habe den Zug gar nicht drin, oh nein! Ich auch nicht, aber ich habe eine Wolke, das erkennt. Ja, ich habe auch eine Wolke. Er zerfließt dann auch immer so und dann wird das noch mehr Kaninchen, was da liegt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wenn du mir jetzt nicht sagst, dass das Bike perfekt zu dem Helden passt, guck mal. Oh mein Gott, das ist mega. Das ist ja auch genau das dafür, ne? Oh, die Tür, die sieht sehr super aus. Zum Beispiel musst du ein Regal einzeln platzieren und jedes einzelne Teil musst du da einzeln reinstellen. Also jeder hat natürlich in der Garage einfach ein Sofa stehen. Oh, geil! Oh! Besser? Das hat doch mit Geometrie nichts zu tun, was du da machst. Nee. Also, Junge, guck mal über das Bett mal, wie das aussieht. Ja, und die einen Glöckchen sind viel höher als die anderen. Der Bodenwanderung, der Mann macht das runter. Bodenwanderung? Wie das aussieht. Soll ich jetzt runter oder hoch machen? Links muss ein bisschen runter, wie das aussieht. Gerade du. So? Nee, jetzt ist es zu tief. Ach du Scheiße. Alter, das ist ein halber Wald, ey. Ja, dann kommt er jetzt hier hin, ein bisschen unverhältnismäßig. Klar, schön. Ja, wunderschön. Oh, ach, du Scheiße, was ist das denn? Da hast du deine RGB-Beleuchtung, ist doch super, ey. Ja, aber noch nicht da. Ja, wo? Rechts. Nach rechts drehen. Wo ist rechts? Hier? Oh, guck mal, das passt. Ich wollte, das passt. Da ist. Da war schon wieder einiges neu. Oha, Solarkronleuchter, was ist das denn, Alter? Krass. Ja, oh, boah, wie das aussieht. Boah, wie sieht das denn aus, Alter? Ich bin ein Typ. Ich will aber eine Frau sein, hallo. Kann man auch sein. Hoch runter, glaube ich. Wie sieht das denn? Sag nicht, dass das unsere Bude ist hier, ey. Kann man Traktoren klauen? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, Oh mein Gott, Alter. Du springst aus dem Stand erstmal 2 Meter nach oben, ey. Das sieht doch aus, als ob hier jemand betrunken lang gefahren ist, ne? Vielleicht kommt da wirklich so ein Bauer angelaufen. Was machen Sie da? Das würde mich nicht wundern, muss ich sagen. Wie wir hier planlos einfach mit dem Zug durch die Gegend fahren. Also als ob du hier mit dem Zug so schnell durch die Gegend fahren darfst. Komplett normal. WTF, ey. Alter, was für eine Bude haben wir denn hier bitte? Ein Surfbrett. Warum das denn? Wie der hier rüberfährt, ne? Oh, wir kippen. Nein, doch nicht. Ich weiß es nicht. Da. Ah, nein! Was machst du denn? Scheiße. Ja, alles klar. Nein! Steh auf! Steh auf! Bitte! Bitte! Ah. Mann, ey. Ja, komm. Wir wackeln noch ein bisschen. Vielleicht geht's da. Also stell dich hin jetzt! Und bitte! Schlag, Alter, Stichel heißt das hier, ey. Komm, mach doch so eine scheiß Räuberleiter. Was ist denn mit dir? Dürfen wir wieder Musik machen? Oh! Bist du wahnsinnig? Guck dir doch den Hund an! Boah, die Axt, Alter. Scheiße, ich brenne! Das war nicht so smart!
Warum sind die denn so schnell? Oh Mann, das macht halt keinen Spaß, ey, sorry. Ein Flammenwerfer. Mega. Oh! Fick dich, Spiel. Mann, ich will scheiß Pussy-Modus spielen. Ja, wie oft denn noch, bitte? Ich will einfach nur entspannt die Story spielen und nicht 50 Leute in diesem Haus töten. Meine Fresse, jedes Mal. Komm ins Licht. Komm ins Licht. Trau dich. So richtig creepy. Perverse Stimme aus dem Hintergrund. Trau dich, komm. Also Leute, ich spiele auch schon ein bisschen länger Minecraft. Warum regelt das auf diesem Server alle 5 Minuten? 4, 5. Ja, Livers kann zählen. Herzlichen Glückwunsch. Oder ist das aber die müssten sich ein bisschen beruhigen erstmal. Nein. Das ist auch kein G-Zug. Die Kühe wieder normal? Ich habe für Leda die ganzen komischen Kühe getötet und aber vorher halt neue gezeugt. Oh Gott! Lol. Oh Gott, nee. Eine Bereicherung. Nee, nee. Das kann ich nicht. Diamantschwäche. Meine Eisenspitzsorge ist kaputt. Eisenbahn. Ich frag mich noch, was Behörden kiffen. Ich glaube, die hier kiffen. Ja, boah, ich finde für so einen österreichischen Reden hier. Ja, du bekommst dafür kein Geld? Nein. Also ich könnte das machen, dass ich dafür etwas Geld bekomme. Aber nee. Hey, Liver, schön, dass du rein. Boah, fuck mich nicht ab. Oh Mann. Ich habe gar keinen Plan vom Ablauf des Spiels. Ich habe mich da nicht großartig spoilern lassen. Ich bin gespannt. Vorräte, yeah. Und diesen Massendamage, den wir auch einfach mit diesem Strahl hier machen. Hast du irgendwas von Shunenia gehört? Also, ob ihr da mitspielen wollt oder nicht? Naja, ich habe ihn gefragt und er hat einfach auf irgendwelche anderen Sachen geantwortet. Also denke ich mal nein. Okay, gut. Mein Otto steckt fest. Das klingt jetzt auch wirklich sehr falsch. Aber ich bin immer zweideutig, ne? Und dann kommst du, mein Otto steckt fest. So, ich habe da Dynamit hingeschmissen. Gold. Ja, danke, dass du das mal sagst. Ja, bloß auf QWER. Ich hab's jetzt ohne Hammer. Ich hab's umgelegt. Aber jetzt post. Habt ihr das gehört? Ohne Hammer. Warte mal, Tatjana, bleib mal da stehen. Nein! Bist du wahnsinnig! Oh mein Gott! Oh, ein Schild. Haha. Halt still, ich mach dich tot. Suchst du Gesellschaft? Nein! Ich hasse diese Anzeige, ne? Nein! Oh, ich hasse diese Hurensohn-Spinnen hier. Und dass man diese Scheißsteuerung auf 1, 2, 3 haben muss. So zusammen. Wir fangen jetzt mit Miss Survival an. Das hat sich sogar irgendwie gereimt, ne? Geile Sache. Ich box das Auto. Oh shit. Nebel bedeutet doch bestimmt nichts Gutes. Das ist so eine Hausflipperküche. Ne, ihr könnt mir nichts anderes erzählen. Da rein, ich kann nicht spielen! Das schöne Pferdchen. Falls wir mal Kinder haben, müssen die halt im Dreck spielen und dürfen kein Pferdchen mehr reiten. Eine Lebensmittelvergiftung. Als ob Schlafen einfach so laut ist, Mann! Leute, warum stehen die denn alle? Wie? In Corona-Zeiten 2 Meter Platz zum Vormann, alle in der Schlange da. Guckt euch das an. Ja, lol, ey, guckt euch mal diese Massenverbrennung an. Oh, die bewegen sich noch. Kannst du dir bitte andere Leute suchen, die so nerven? Warum redet der denn nicht mit uns, der Adlan-Mensch? Was ist denn mit ihm? Warum können wir hier nicht rüber? Wo gibt es hier... Hier gibt es keinen Wegpunkt. Das heißt, wir können ja gnadenlos durchlaufen. Halt, hier sind Organe. Livers, mein Freund, Hallöchen, ich grüße dich. Ich hoffe, dir geht's super. Oh, Livers ist bei dir. Was ist da los, Livers? Jo. Oh, jetzt ist er auch bei mir. Hi, Livers. Dann gehe ich halt raus. Komm hier nicht raus! Und was lernt ja. Panda da draus? Ich hab's gefunden. Nee, das habe ich nicht gelernt. Nein, das hast du jetzt gelernt. Genau. Ich dachte, ich gönne uns mal hier den fliegenden Waffensimulator, Alter. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Also Lofi redet heute mit seinen 5 imaginären Freunden, nicht wundern.
geschafft, ey. Krass. Okay, dann. Du hältst das Licht in den Flur. Ich ruf den 20 Mal. Johnny macht ein Foto und wir rennen raus, ja? Ja, und jetzt? Wie alt bist du? Alter, guck mal, das sind ja alles. Bist du wahnsinnig? Was? Alter. Ja, aber wo lang? Ich hab keine Ahnung, wo Felgott hin ist. Der ist geflohen. Ist doch hinter der Tür, super. Ja, ne? Ja. Das sind sehr merkwürdige Häuser, finde ich hier, ehrlich gesagt. Brown, bitte. Willi, wenn die jetzt nicht gleich rauskommst, dann kürze ich dir die Rente, das garantiere ich dir. Das will ich sehen. Ein Gin halt. Ja, da ist er. Oh, der ist, Alter, der steht vor euch, Alter. Raus hier! Oh mein Gott, die hat eine Tasse geworfen. Nein, hat sie nicht. Oh, Johnny! Du bist voller Geist, oh. Du Arschfalte! Ey! Du kannst nichts, du Lappen! So, ich bin natürlich ein Mädchen. Überraschung. Du erledigst gewissenhaft deine Hausaufgaben und ernährst dich gesund. Nein. Weißt du, so mitten am Tag? Wir haben gefühlt normalen Spaziergang gemacht und Skeckerbaum muss schlafen gehen, ey. Ich verfehle einfach diesen scheiß Riesenvogel, ja? Vor allem finde ich es einfach lächerlich, dass du einfach Starter-Pokémon hast, die gegen entwickelte Pokémon ankommen. Hey, alles in Ordnung? Ja, offensichtlich nicht, ne? Glückwunsch zum Tiefseeboden. Herzlichen Glückwunsch zum Tiefseeboden. Mhm, danke schön. Starker Sonnenschein. Wasser werden wirkungs... Oh, shit. Weißt du, diese scheiß Ladybar geht jetzt auch auf dieses Viech zu, ne? Wusste, dass das passiert. Wie das aussieht, Alter. Ja, lol. Rüstungsinsel. Alter, was für ein Schisser. Ja, okay, ich kann verstehen, ey. Da wäre ich auch weggelaufen. Sophora ist selbstverliebt. Ja, so ganz minimal, ne? Ich heiße Sophie. Aber klar doch. Also eigentlich heiße ich ihn echt gar nicht so, aber ich mag den Namen einfach. Nachdem ich die Fleckmond-Prüfung nicht bestanden habe, bleib ich lieber hier und pass auf das Dojo auf. Ja, du kannst ja sonst nichts. Ja, lol, Alter. Mann, ich will ihn doch sehen dabei, Mann. Ich mach doch nicht so eine Riesen... Oh Gott, Alter. Oh mein Gott, das gefällt mir. Ich glaube, ihr seid bereit. Ich habe genau 40 Minuten mit ihm verbracht. Wir sind die besten Freunde geworden. Oh Gott, Alter. Oh nein, ey. Perfekt, ey. Wir sind super ausgerüstet. Wir werden nicht frieren. Ey, die tut nicht mal so, als ob sie frieren würde, ne? Kommst du mal runter? Ja, du... Nee. Du Scheiß-Typ, sag mal, geh doch weg! Kommst du mal runter jetzt, bitte? Um Gottes Willen. Ich habe zufällig nur ein Team, was dich komplett wegmachen wird. Bin natürlich auf Seite von dem 11-jährigen Mädchen, ne? Ist ja ganz klar. Auch lustig, dass sein Schwanz eigentlich so nach vorne weht. Die guckt so nach unten, oder? Wie geil ist das denn? Lol. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Also wenn ihr zwischendurch ein paar Unterbrechungen habt, weil Leute mich zuspammen müssen, habt ein Nachsehen, ne? Oh, ich glaube, ich muss hier mal weggehen. Toll, ich bin vergiftet. Hat ja super funktioniert. Wie heißt der? Ich habe Turbo Wizard gelesen. Wäre aber auch mal eine Idee. So, wir ziehen uns natürlich erstmal Brüste an. Ist ja ganz klar, ne? Die Trolla, ey. Die sieht aber schon ein bisschen heiß aus, ne? Ja! Nee, keine Ahnung. Eckkuss. Der erste oder was? Wir blasen die auch einfach weg mit unserem Kältewind. Ach, hier ist auch schon wieder den wir töten müssen, ne? Gar nicht bemerkt. Oh, ich sterbe gleich. Ah, ich muss den zerstören, ey. Sag das doch mal einer. Fortgeschritten, da gehen wir hin. Ich weiß noch nicht mal, wie man Steuerung macht, aber es passt schon. We do not waste. Wir verschwenden nichts, alles klar. Ich fände cool, wenn man das irgendwie so aneinander bauen könnte oder so. Das hätte vielleicht was. Das dauert aber ewig, bis wir das Ding hier abgetragen haben. Oh. Da oben ist irgendwas. Ey, da muss ich mal hingehen. Alter, das schaffe ich nicht, darüber zu springen. Er braucht verschiedene Biomassearten, um Strom zu produzieren. Hat keinen guten Input und muss daher von Hand mit Biomasse befüllt werden. Ja, toll.
Und ein Lager möchte ich hier haben. Container. Dann haben wir hier ein bisschen Holz, was wir mitgehen lassen können. Oder den englischen Titel habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Noch etwas, womit wir Waffen fertigen können. Das ist mein Element, würde ich mal sagen. Oh, sieht so aus, als hätte der Schmied der Stadt sein Auge auf deinen Laden geworfen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nee, Moment mal. Du hast wirklich Mut. Alice ist voll der Trottel, aber gut. Du triff mich nächste Woche im Schlosshof. Das klingt auch so falsch, ne? Okay. Scheiße, wir haben kein Holz. Wo muss das jetzt her? Ja, das kann man spielen, das Game. Würde ich jetzt mal so stehen lassen. Vielen Dank auch, dass man das spielen durfte hier. Ich habe zwar jetzt einen Game Key bekommen, aber es ist ja auch an sich kostenlos, so wie ich das gesehen habe. Also ist der Game Key jetzt ja auch irgendwie unnötig gewesen, aber gut. Diese geilen Schwangerschaftsfotos, ey, von beiden. Das ist, mit dem Alien, ey, das muss auf jeden Fall sein. Der wacht auf, weil er dreckig ist, oder was? Dann isst der noch mein Essen weg, Alter. Der hat jetzt nicht meine vorbereiteten Eier und Toast gegessen, oder? Hat er nicht, zum Glück, ey. Hoffentlich wird's ein Junge, ey. Nein, es sind Zwillinge, verdammte Scheiße. Oh, das gibt's doch nicht. Oh nein, der Typ ist wieder da. Jetzt kann man doch nicht heimlich mit irgendwem ein Kind machen. Vergessener Geburtstag. Du hattest eine Party, wir hatten nur keinen Kuchen. Also Pizza hätte ich keine Lust. Nein, das ist ein Junge. Der geht einfach an unseren Kühlschrank mittlerweile. Du hast sehr interessante Sims. Ja, irgendwie ist das so passiert in der Challenge. Ich weiß auch nicht. Wohl Kernseife gecancelt. Ein Eimer mit Sand. Guck nach links. Oh, du Scheißtyp. Mann. Ernsthaft. Ach so. Ich sehe schon, was es so sein könnte, aber... Laterne. Ja! Vielleicht macht er noch einen Pfeil und schreibt da Chihiro dran, ich kenn's doch. Und soll das ein Plus sein? Ja, ja. Komm, als ob du das erraten hättest. So schreibt man das noch. Ja, ja. So schreibt man das auch nicht übrigens. Nee, ja, mir doch egal. Leid. Mensch. Und Chihiro hat ihn schon erkannt. Der hat ja auch Abitur. Das stimmt. Gott, und ich habe mich aus Versehen auf ein duales Studium beworben, also. Und dann gibt sie sich mit uns ab. Ja, schönen guten Abend. Wir gehen heute mit Shuninja in den Wald. Ich habe einen kleinen Jungen neben mir, Timmy. Timme! Ja, Mann, ich habe gesehen, wie Timme seinen Kopf aufgeklatscht ist. Wenn du Federn dran machst, ist sie natürlich schneller. Ganz klar, logisch. Weil. So, wir leben die Dekadenz. Wir schmeißen erstmal unser Geld hier rein. Ich kann deinen Charakter irgendwie nicht ernst nehmen in seinem Outfit. Du hast dasselbe Outfit an. Ich weiß zwar nicht, wofür man eine Leiterplatte braucht, wenn man gestrandet ist und einfach nur überleben möchte. Wohl nie. Ich wollte gerade auch sagen, nie. So eine Holzwände einfach alles auch kaputtgeschlagen haben, ja? Ja, das können die auch ganz gut. Na. Ja, der hat eine Knarre vorne drauf. Der hat eine Knarre, der Zug. Richtig ja. Normale Gespräche, ey. Das ist so ein Waffenzug. Ja, ist Jens. Wahrscheinlich ist Jens. Du wirst hier so entspannt angegriffen. Oh, ich guck erstmal in Ruhe. Die sind echt. Ja, das glaube ich auch, dass die echt sind. Mano! Wo gehst du hin? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung? Ja, das merkt man gar nicht. Login fehlgeschlagen. Ja, bei mir auch. Oh. Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte ja, warten. Jetzt muss ich auch warten. Ich bin nach rechts gegangen. Na, wo? Ja, rechts. Kann sie direkt vorm Zug schmeißen. Zahira lebt das. Direkt vorm Zug schmeißen. Lass wieder los. Diese scheiß Phasen, ne? Ja. Was? Wir müssen nicht nach Vysima reisen und das selber machen? Wollt ihr die Hand nicht vielleicht anketten oder so? Nicht, dass sie wegläuft. Ey, da ist ein Stuhl und er setzt sich auf den Boden. Was ist denn mit ihm? Oh, ich glaube, ihm geht's nicht mehr so gut.
warst. Ich versuche den ganzen Tag den Bedrohungsgrad einer Kartoffel an den Tag zu legen. Es tut mir leid. Ja, nichts abbekommen, bla bla. Ihr müsst sie genau in dem Moment schlagen, wenn sie auf euch zufliegt. Das funktioniert aber nicht. Ich spüre hier leichte Aggressivität in der Luft bei dir zu Hause, kann das sein? Wölfe schlafen tief im Wald. Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Herzlich sein willst, sie mir zu suchen? Eigentlich nicht. Oh, lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat er nicht gemacht. Shit, der ja auch noch in der Ecke rum, der Penner, ey. Ja, ich wäre auch schon dezent höher, wenn das Spiel nicht immer gecrashed wäre, wenn ich aufwerten wollte. Also höher kommen wollte. Ich finde, ich kann mich darüber teleportieren. Ich könnte natürlich auch einfach hier über dieses Stück drüber steigen. Ja, wenigstens mal vorwarnen können. Ey, die Server gehen jetzt offline, Leute. Fick mich 20 Mal auf neu verbinden. Nee, Dan ist keine Frau, Torge, das ist irgendwas, aber keine Frau. Das ist nicht weiblich. Alter, schön, dass mein Stream startet und du redest was von Würstchen, das ist natürlich auch echt gut. Das ist super. Ich kann, warte, ich stehe mit euch im Kampf, ne, aber ich kann hier ganz entspannt verkaufen und einkaufen. Dafür, dass wir 80% Magiefund-Bonus haben, merke ich davon bisher nichts. Hallo! Weißt du, ich drück 5-mal auf die 1, um mir den Trank zu geben. Nach dem 5. Mal hat er es dann angewählt, ne? Das Coole ist ja irgendwie, es braucht nur einer ein Gift aufgehen und dann sind schon alle irgendwie am Sterben.